Ich bin schwanger. Zweitens, ich kann doch erstmal hier bleiben. Und drittens, ich hab's satt. Ich werde endlich das nachholen, was ich all die Jahre verpasst habe. Heute fängt mein Leben an. Heute um 20.15 Uhr im hr-Fernsehen. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Über den besten Weg, die Arbeitslosigkeit in Europa zu bekämpfen, beraten in Oslo führende Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Die Teilnehmer kommen aus 18 westeuropäischen Ländern. Weitgehend einig sind sie darüber, dass eine gemeinsame Strategie notwendig ist. Umstritten ist aber, welcher Kurs zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation hindurch zur Vollbeschäftigung zurückführt. Zu diesem Punkt vertraten vor allen Dingen Bundeskanzler Schmidt und der britische Regierungschef Callaghan unterschiedliche Meinungen. Der DGB-Vorsitzende Vetter erkannte zwar an, dass einige Regierungen versuchten, die Konjunktur anzukurbeln. Er sieht aber dennoch die Gefahr einer Dauerarbeitslosigkeit immer größer werden. Vetter forderte die Regierungen auf, unverzüglich etwas zu tun, was kurzfristig wirke und die Vollbeschäftigung wiederherstelle. Der britische Premierminister Callaghan sieht in der Ankurbelung der Weltwirtschaft den wichtigsten Beitrag, die Arbeitslosigkeit entscheidend zu bekämpfen. In Anspielung auf die Bundesrepublik sagte er, einige Länder könnten sich durchaus eine Expansion erlauben. Callaghan zeigte Verständnis für Vorsicht. Geschichte und Erfahrung machen einige Länder besonders empfindlich für die Gefahren der Ausgabensteigerungen und einer damit verbundenen Inflation. Bundeskanzler Schmidt verteidigte noch einmal die Stabilitätspolitik der Bundesrepublik. Er sagte, wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir tragen. Made it understood that they thought that my country should have to play a specific role in the present economic situation of the world. And we are accepting our responsibility. Der Kanzler fügte jedoch hinzu, wir werden keine Wirtschaftspolitik betreiben, die zu einer neuen weltweiten Inflation führt. Kurzfristig mag das helfen, langfristig bringt es zusätzliche Schwierigkeiten. Der Kanzler sagte weiter, es gebe schon genug Inflation auf der ganzen Welt. Bei uns allen hat sie schon genug Unheil angerichtet. In the short run this might help somebody, in the long run it will only create additional havoc. There is already enough inflation in the world, has done enough mischief to all of us. Die schwedische Regierung wird voraussichtlich noch heute Abend darüber beraten, ob die Ausländer ausgewiesen werden sollen, die gestern als mutmaßliche Terroristen festgenommen worden sind. Zu der Gruppe gehören auch die beiden Deutschen Norbert Kröcher und Manfred Adomeit. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat sich mit der Frage der Auslieferung noch nicht befasst. Sie will erst abwarten, was Schweden macht. Obwohl sich die Polizei über die mutmaßlichen Terroristen noch ausschweigt, sind einige Einzelheiten durchgesickert. Danach hat die Gruppe geplant, in Schweden den früheren Regierungschef Palme und die ehemalige Ministerin Liljon zu entführen. Dem Vernehmen nach hat die Polizei auch einen Sarg gefunden, der präpariert war. Er ist vermutlich für den Transport von entführten Geiseln vorbereitet worden. Außerdem soll es Hinweise geben, dass die Gruppe Sprengstoffanschläge auf verschiedene Gebäude in Stockholm geplant hat. Der Tipp, der die schwedische Polizei auf die mutmaßlichen Terroristen aufmerksam machte, kam aus Frankreich. Mehrere tausend Ostberliner säumten heute die Straßen, um den kubanischen Partei- und Regierungschef Castro zu begrüßen. Castro kam aus Afrika, wo er mehrere Länder besucht hatte, zuletzt Algerien. Hier in Ostberlin wird er voraussichtlich 3 bis 4 Tage bleiben und dann möglicherweise nach Moskau weiterreisen. Wie ein Blitz aus dem wetterwendischen Aprilhimmel traf die Bevölkerung der DDR-Hauptstadt Ostberlin der unerwartete Besuch von Fidel Castro. Entgegen sonstigen Gepflogenheiten der protokollarisch pingeligen Staatsführung wurde die Ankunft des kubanischen Revolutionärs erst 24 Stunden zuvor angekündigt. Heute Morgen stand der übliche Aufruf in den Ostberliner Zeitungen, den lieben Gast auf den Straßen einen herzlichen Empfang zu bereiten. Der 50-jährige Fidel Castro, Wortführer des revolutionären Lateinamerikas, kommt auf Einladung von SED-Parteichef Erich Honecker. Er hat die DDR bereits im Juni 1972 besucht. Danach folgten Gegenvisiten in Havanna von Honecker 1974 und Armeegeneral Hoffmann 1976.
Über seinen heutigen Abstecher zu den kommunistischen Genossen Ost-Berlin bestehen ebenso Vermutungen wie über die Dauer des Besuches. Sicher ist, dass Fragen der Wirtschaftshilfe für Havanna und der militärischen Unterstützung für Angola im Mittelpunkt der geplanten Gespräche stehen werden. Weitere Reformen zur Vorbereitung der Demokratie in Spanien hat die Regierung in Madrid in der vergangenen Nacht angekündigt. So werden die bisher geltenden Beschränkungen der Pressefreiheit weitgehend aufgehoben. Verschärft wurden allerdings die Bestimmungen zum Schutz der Bürger gegen Verleumdung und Beleidigung, besonders in Zeiten des Wahlkampfes. Fast 40 Jahre nach Ende des Bürgerkrieges ist die politische Einheitsbewegung in Spanien, die Nachfolgerin der Falange-Partei, aufgelöst worden. Ihre Funktionäre werden zum größten Teil in den öffentlichen Dienst übernommen. Zu einer neuen Krisensituation in Spanien könnte die Entscheidung des obersten Gerichtes führen, sich in der Frage der Zulassung der Kommunisten zu den Wahlen für nicht zuständig zu erklären. Vermutlich wird jetzt das Kabinett eine Entscheidung treffen müssen, obwohl es diese mit Rücksicht auf starke Rechtsparteien bisher vermieden hat. Der Ministerpräsident von Spanien, Suárez, will die Wiederversöhnung mit Mexiko, der früheren spanischen Kolonie, noch in diesem Monat mit einem Staatsbesuch unterstreichen. Beide Länder hatten Anfang der Woche nach fast 40-jähriger Unterbrechung wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Der seit Dezember regierende Präsident José López Portillo verfügte diesen Schritt als eine der ersten Maßnahmen seiner 6-jährigen Amtszeit. Für die Besetzung des seit dem Ende des spanischen Bürgerkriegs vakanten Postens in Madrid haben nicht weniger als 3 ehemalige mexikanische Präsidenten Interesse bekundet. Ein Zeichen für die politische Bedeutung, die man dieser historischen Wiederversöhnung im Land der Azteken beimisst. Die Mexikaner, die zwischen 1936 und 1939 die spanischen Republikaner mit freiwilligen Kontingenten und Waffenlieferungen gegen Franco unterstützten, wollten mit dem Caudillo nie etwas zu tun haben. Noch heute leben Zehntausende damals emigrierter Spanier, vorwiegend Künstler und Intellektuelle, in Mexiko. Nach dem Tod Francos und der politischen Öffnung in Madrid hält man hier jetzt die Stunde der Normalisierung für gekommen. Die sozialdemokratischen Regierungen des PRI, die hier seit über einem halben Jahrhundert die Macht ausüben, haben schon immer eine sehr selbstbewusste Außenpolitik betrieben. Wie im Falle Spaniens vor 40 Jahren, so brach Mexiko auch mit Chile vor 3 Jahren, als dort eine Rechtsdiktatur an die Macht kam. Und noch vor 2 Jahren verlangten mexikanische Politiker den Ausschluss Spaniens aus den Vereinten Nationen wegen der Erschießung baskischer Separatisten. Die Wiederversöhnung zwischen Spanien und Mexiko beendet eines der ungewöhnlichsten Kapitel lateinamerikanischer Außenpolitik. Der brasilianische Staatschef Geisel will auf unbestimmte Zeit ohne Mitwirkung des Parlaments regieren. Geisel hatte gestern den Kongress in Brasilia in Zwangsurlaub geschickt, weil sein Plan für eine Justizreform nicht die nötige Zweidrittelmehrheit fand. Geisel warf der Opposition vor, sich im Parlament als Minderheit in eine Diktatur verwandelt zu haben. Er kündigte an, dass er jetzt die Justizreform und weitere politische Reformen durchsetzen werde, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Und nun in die Bundesrepublik. Vor künftigen Abstimmungen im Bundesrat will die neue saarländische CDU-FDP-Regierung nach den Worten ihres Ministerpräsidenten Röder alle Kompromissmöglichkeiten ausschöpfen. Der Landtag hatte heute dem neuen Kabinett mit allen Stimmen von CDU und FDP das Vertrauen ausgesprochen. Die kurze Sitzung am Vormittag begann mit einer Überraschung. Im Namen seiner Fraktion erklärte Oppositionsführer Friedel Lepple, dass die 22 SPD-Abgeordneten sich nicht an der Abstimmung beteiligen konnten, da hier den Grundprinzipien der Demokratie zuwidergehandelt würde. Eine freie Wahl sei erst durch geheime Stimmabgabe gesichert. Die SPD-Fraktion verließ geschlossen das Plenum, während die 28 Abgeordneten von CDU und FDP namentlich über die Vertrauensfrage des Ministerpräsidenten abstimmten. Die Frage, ob sich der Ministerpräsident nach der Bildung des Koalitionskabinetts aus CDU und FDP an der Saar dem Landtag zur Neuwahl zu stellen habe, war seit Wochen umstritten. Ministerpräsident Dr. Röder vertrat die Ansicht, dass eine Neuwahl nicht erforderlich sei, da die Regierung sich über den Wechsel der Legislaturperiode im Jahre 1975 hinaus mit allen Rechten und Pflichten im Amt befunden und nun lediglich ihre parlamentarische Basis verbreitert habe. Die Opposition drängte dagegen auf eine förmliche Neuwahl des Regierungschefs, bei der eine geheime Abstimmung möglich gewesen wäre. Wohl auch in der Hoffnung, bei der Kabinettsneubildung aufgetretene Meinungsverschiedenheiten innerhalb der CDU-Fraktion nutzen zu können.
Doch der Ministerpräsident hatte zu Beginn dieser Woche bei Abgabe seiner Regierungserklärung die Vertrauensfrage gestellt, über die laut Verfassung namentlich abgestimmt werden musste. Ich darf das Ergebnis der Abstimmung bekannt geben. Es wurden 28 Stimmen abgegeben, davon 28 Ja-Stimmen. Bundesinnenminister Mayhofer hat den Vorsitz der Perspektivkommission der Freien Demokraten niedergelegt, die vom Bundesvorstand der Partei beauftragt ist, den nächsten Parteitag vorzubereiten. Wie verlautet, folgte Mayhofer dem Drängen von Parteifreunden, die den Vorsitz Mayhofers mit seinem Verhalten in der Abhöraffäre nicht für vereinbar halten. Nachfolger in diesem Parteiamt ist Mayhofers bisheriger Stellvertreter Gerhard Baum. Gegen Abhöraktionen, Atomkraftwerke und die nach ihrer Meinung lebensfeindlichen Großstädte demonstrierten heute auf Fahrrädern in der Frankfurter Innenstadt etwa 500 Menschen. Die Protestaktion, zu der der Allgemeine Studentenausschuss der Frankfurter Universität aufgerufen hatte, behinderte zeitweise zwar den Autoverkehr am verkaufsoffenen Samstag, verlief sonst aber ohne Zwischenfälle. Mit Staus und Schleichverkehr mussten heute die Autofahrer vor allem im Südwesten und Süden der Bundesrepublik fertig werden. Stauungen bis zu 70 Kilometern, wie hier auf der Autobahn Karlsruhe-Basel, gehörten zu den Erfahrungen der Verkehrsteilnehmer an diesem Wochenende. Grund für den Ansturm auf den Straßen in 5 Bundesländern begannen heute die Osterferien. Auch auf der Autobahn Nürnberg-München bewegten sich die Blechkolonnen oft nur im Schritttempo. Völlig überlastet waren auch die Autobahnen München-Salzburg und die Inntalstrecke in Richtung Italien. An den Grenzübergängen mussten die Autofahrer lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Unter den motorisierten Urlaubern waren auch Tausende von Gastarbeitern, die das Osterfest zu Hause verbringen wollen. Der vom Sender Freies Berlin und vom ZDF veranstaltete 5. internationale Fernsehwettbewerb Prix Futura ging heute mit der Preisverleihung zu Ende. 32 Länder hatten sich an dem einwöchigen Wettbewerb beteiligt, dessen Thematik auf Zukunftsfragen und deren Lösungen konzentriert ist. Neben Industrienationen aus Ost und West waren auch Entwicklungsländer mit eigenen Beiträgen vertreten, für die ein Sonderpreis gestiftet worden war. Die 9-köpfige internationale Jury beschloss angesichts des ausgeglichenen Niveaus keinen goldenen Preis zu vergeben. Dafür wurde 2-mal Silber verliehen und 2-mal Bronze. Der Juryvorsitzende und Generalsekretär des jugoslawischen Rundfunks, Dr. Pustišek, übergab die Auszeichnungen. Zunächst in Silber an den Vertreter der BBC für den Film Prognosen, der Medizin und Krankenbehandlung im Jahre 2000 darstellt. Gleichfalls Silber erhielt das 3. Programm des französischen Fernsehens für den Film Kinder nach Wunsch. Bronze ging an Schweden und Belgien. Den Sonderpreis für Entwicklungsländer sicherten sich Singapur und Kenia. Der preisgekrönte französische Film Kinder nach Wunsch, hier ein Ausschnitt, behandelt in der Art einer wissenschaftlichen Reportage Möglichkeiten der genetischen Manipulierung und zeigt die Gefahren der verantwortungslosen Anwendung dieses neuen Wissens auf. Bezeichnend für den diesjährigen Prix Futura war, dass keine gigantischen Zukunftsvisionen gezeigt wurden, sondern überwiegend konkrete sozialpolitische Probleme und deren Lösungsmöglichkeiten. In der Fußball-Bundesliga behauptete heute Borussia Mönchengladbach die wiedergewonnene Tabellenspitze, da Eintracht Braunschweig nur ein Unentschieden erreichte. Und hier die Ergebnisse dieses Wochenendes. Tennis Borussia Berlin, Mönchengladbach 0:1, Schalke Saarbrücken 0:1, Frankfurt Bochum 2:2, Düsseldorf Hertha BSC Berlin 2:3, Braunschweig Duisburg 1:1, Essen Dortmund 1:5. Bereits gestern trennten sich Köln Karlsruhe 4:1, Kaiserslautern Bremen 4:2, und Hamburg-München 5:0. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 3. April. Das Skandinavien-Tief wandert nach Finnland. Seine Kaltfront schwenkt mit einem Teiltief gleichzeitig über Deutschland ostwärts. Ihr folgt kühle Meeresluft. Die Vorhersage für morgen. Im Südosten sowie im Alpenbereich anfangs noch bedeckt und zeitweise Regen. Dann hier, wie bereits in den anderen Gebieten Deutschlands, heiter bis wolkig und im Verlauf des Tages zunehmende Quellbewölkung. Vereinzelt im Küstenbereich wiederholt Schauer, zum Teil mit Graupeln. Tiefsttemperaturen 6-2, bei längerem Aufklaren und in windgeschützten Lagen in den mittleren Bereichen Deutschlands nahe 0 Grad. Höchsttemperaturen im Norden 5-9 und im Süden 8-12 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden noch frischer und böiger Wind aus südwestlichen bis westlichen Richtungen.